Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zeig-Dich-Box von Beerdigung. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zeig-Dich von Beerdigung. Das Ganze erscheint am 31. Januar. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist rein von der Optik her schon für mich eine absolute Premiere, denn wie wir hier unschwer erkennen können, ist diese Box tatsächlich durchsichtig. Also man kann hier direkt durchsehen und erkennen, was sich hier in dieser Box so befindet. Habe ich zuvor auch noch nie gesehen. Eine transparente, eine durchsichtige Box. Das Ganze ist noch in Folie eingeschweißt. Wir werden mal die Folie abmachen. Hier an der Seite und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier auf der Rückseite noch einen Sticker auf der Folie. Und zwar lesen wir hier, Beerdigung zeigt dich. Ausstattung. Okay, also das ist der Inhalt der Box. Digipack, Wimpelfahne 100x150 cm, Sonnenbrille, Metallpin, Dogtag, Flaschenöffner, Aufkleber, Autogrammkarte und Downloadcard. Dann haben wir rechts die Beteiligten, also das Label Draka Entertainment und Soulfood, die haben den Vertrieb gemacht. Dann haben wir noch die Homepage und einen Barcode. Gut, dann machen wir das mal zur Seite. So sieht das dann aus. Geht hier ganz einfach auf. Und als erstes haben wir einmal die Fahne. Dann haben wir die Halskette, den Dogtag. Die Sonnenbrille. Das Album an sich. Dann haben wir die Downloadkarte. Was ist das? Okay, eine Autogrammkarte, einen Sticker und einen Metallpin. So, die Box ist, wie wir sehen können, im Hochformat gehalten und rechteckig. Hier auf der Oberseite haben wir einen schwarzen Aufdruck und zwar das Album-Artwork. Hier lesen wir darunter Beerdigung zeig dich und dann haben wir hier das Artwork so zusammengesetzt aus verschiedenen Menschen, also das Gesicht, unter anderem, ich würde mal stark davon ausgehen, dass dieser Teil hier, also dieser Streifen des Gesichtes, von Hitler ist, rein so von der Bartform, von dem Bartwuchs her, würde ich mal stark davon ausgehen. Dann haben wir hier entsprechend das Brandenburger Tor und ja, ansonsten sieht das hier ziemlich chaotisch aus und nach Ruinen. So, dann kommen wir zu den einzelnen Inhalten, die meisten davon hier noch in Folie. Also in dieser Box ist echt unfassbar viel Folie dabei. Die Fahne, die Halskette, die Sonnenbrille kommt in einem Druckverschlussbeutel, dann der Metallpin. Sticker, Autogrammkarte, Downloadkarte und natürlich das Album an sich. Das ist ja auch noch in Folie. Bevor wir hier die Folie abmachen, haben wir noch einen Sticker. Zeig dich Tour 2020. Also die startet hier am, wenn ich es richtig entziffere, was steht hier? 1. Ja. 1. Februar bis 25. oder was steht hier? Ja, 25. April. Das sind die Dates. Hier könnt ihr Beerdigung live sehen. So, dann machen wir auch hier wieder die Folie natürlich ab und kommen zum Album. So, es ist das 7. Album der Band, das 7. Album von Beerdigung. Wir haben hier das Cover, das wir auch schon ähnlich auf der Box hatten, nur eben in Schwarz, hier dann etwas abgestuft in so verschiedenen Grautönen. Hier lesen wir dann wieder Beerdigung, zeig dich. Und ja, mein Eindruck des Boxdeckels bestätigt sich hier. Also wir haben hier diverse
Gesichter, diverse Persönlichkeiten, die Deutschland hier mitgeprägt haben. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das Kinn ist hier von Frau Merkel. Dann haben wir den Schnauzer, den Bart von Hitler. Das könnte eventuell Konrad Adenauer sein. Ja, also diverse Personen, die Deutschland hier politisch geprägt haben, sind hier in dem Cover eingearbeitet. Das Ganze kommt in einem Digipack. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Dann haben wir hier wieder die Beteiligten plus einen Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. So, hier haben wir mal die vier Jungs, die vier Bandmitglieder. Julian, Alexander, Jonas und Sven. Dann in diesem Digipack auch nochmal die ganze Szenerie hier so in Schwarz-Grau. Also hier sehen wir unter anderem Kampfjets über dem Brandenburger Tor. Die CD sieht dann so aus. Beerdigung zeigt dich. Und dahinter lesen wir dann Versteck dich nicht. So, dann kommen wir zum Booklet. Hier in dieser Stecktasche. Was haben wir hier? Hier haben wir einerseits mal die Lyrics, sehr schön. Plus Fotos, in diesem Fall hier von Julian, der hier die Vocals und die Gitarre macht. Weitere Lyrics. Dann haben wir hier Jonsen. Also hier alle Bandmitglieder einzeln verewigt. Alex. Weitere Lyrics. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch den Sven. So, auf der letzten Seite haben wir dann noch die Beteiligten, die Credits zum Album und eine umfangreiche Danksagung. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück in die Hülle. Eine Sonnenbrille ist ebenfalls mit dabei. Die ist auch wie die Box in so einer durchsichtigen Optik gehalten. Also hier das ganze Gestell, hier die Bügel, transparent, hier durchsichtig. Hier lesen wir dann noch Beerdigung in Schwarz. Ebenso auf der Seite. Die Gläser sind dann in so einem Blauton. UV-400 Protection. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns dann noch genauer diese Tabelle. Also je nachdem, was für eine Kategorie ihr habt, bei einer Sonnenbrille hat die unterschiedliche Klassen, wie sie gegen Sonne schützt, wie sie eure Augen abdunkelt und. All das kann man hier nachlesen. Aber ich denke, also meines Wissens UV-400 ist schon ganz ordentlich. So, eine Halskette ist ebenfalls mit dabei. Vom Band her, von der Halskette her, ganz klassisch. Hier oben mit dem Verschluss, ihr kennt das. Und dann haben wir den Anhänger. Auch hier lesen wir wieder Beerdigung. Ist so eine Dogtag, allerdings hier noch mit einer zusätzlichen Funktion. Und zwar haben wir hier das Ganze als Flaschenöffner einsetzbar. Also mit diesem Teil hier kann man dann auch Flaschen entsprechend öffnen und ist somit, wenn man diese Halskette trägt, immer in der Lage, eine Flasche aufzumachen. Dann haben wir einen Metallpin. Hier auch wieder Beerdigung, Schriftzug drauf. Der ist recht dick und auf der Rückseite haben wir sogar zwei Pins, also zwei Nadeln. Man kann hier diese Schutzkappe abnehmen, wenn es gelingt. So, gar nicht so einfach, aber jetzt, und dann kommt hier so diese Spitze, diese Metallspitze zum Vorschein und die kann man dann entsprechend in der Kleidung, auf der Jacke, wo auch immer man möchte, festmachen und dann hier Beerdigung repräsentieren. So, dann kommen wir zur Fahne, zur Wimpelfahne, bedeutet, die ist nicht in dieser klassischen Fahnenform, sondern wie der Name vermuten lässt, in einer Wimpelform, also dreiecksmäßig, dreiecksförmig. Hier oben lesen wir Beerdigung, dann haben wir hier die vier Jungs, einmal, zweimal, dreimal
viermal. Auch hier wieder alles sehr trist und grau und das im Hintergrund sieht fast so aus, als wären das alles irgendwelche Zombies und irgendwelche, ja, schon mehr tot als lebendig aus. An den Ecken jeweils haben wir dann auch hier so eine Metallöse, links und rechts, damit kann man das Ganze dann aufhängen. Und das Ganze läuft dann hier spitz zu und endet dann hier unten mit diesen schwarzen Farbverläufen. So, das war's zur Fahne. Dann legen wir die mal mehr oder weniger zusammen und schauen, dass wir die zur Seite packen. So, dann kommen wir zum Sticker. Der ist rechteckig in schwarz und weiß. Hier wieder großer Beerdigung Schriftzug. Eine Autogrammkarte haben wir auch noch dabei. Die ist ebenfalls im Querformat. Hier haben wir nochmal alle vier abgebildet. Und alle vier haben auch entsprechend neben oder über ihren Köpfen unterschrieben. Auf der Rückseite ganz klassisch der Schriftzug. Und als letzten Inhalt haben wir hier eine Plastikkarte, also eine Scheckkarte im Format. Kostenloser Downloadcode für alle 14 Songs des Albums zeigt dich im MP3-Format. Bonussong, es geht rund im MP3-Format. Bonussong, wenn der Vorhang fällt, Akustik im MP3-Format. Bonussong, lass uns leben im MP3-Format. Also scheinbar hier noch zusätzliche Inhalte auf dieser Karte drauf. Einzugeben unter brd-zeigdich.com. Okay, bedeutet auf der Rückseite haben wir dann einen Downloadcode, den ich in diesem Fall jetzt hier abdecke. Und wenn man diesen dann eingibt auf der Website, dann kann man diese Inhalte und das Album in digitaler Form downloaden. Sehr schön. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese Wimpelfahne in schwarz und grau. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Ebenso wie diesen Sticker hier im Querformat. Die kleine Scheckkarte hier, diese Downloadkarte. Die Sonnenbrille. Den Metallanstecker, den Beerdigung-Pin. Dann hier die Dogtag, die Halskette mit dem Flaschenöffner. Sowie das Album an sich im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box zeigt dich von Beerdigung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beerdigung unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.